dann habe ich den gleichen Schaden wassertechnisch angerichtet. Also auch da müsste man dann, wenn, mit dem gleichen Maß in allen Bereichen machen. Auf jeden Fall. Hier ist nochmal und wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität bei mir immer noch und wieder Herr Professor Quaschning. Hallo. Hallo, ich freue mich, auch wieder dabei zu sein. Super, dass wir jetzt den zweiten Teil machen können. Wir haben uns ja im ersten Teil, den wir euch auch jetzt verlinken natürlich, findet ihr in den Shownotes. Ganz viel haben wir über das Energiesystem der Zukunft gesprochen. Sie haben so ein bisschen geholfen, so die Mythen und Aberglauben, den es da so gibt und die Fehleinschätzungen so ein bisschen mal zu korrigieren. Und ihr habt es vielleicht im ersten Teil schon gesehen, wir stehen hier vor so einem schönen alten Verbrenner. Da stehen wir auch gerne davor, weil man muss ja nicht sozusagen das eine lassen, wenn man das andere neu machen will. Und der ist garantiert emissionsfrei. Herr Professor Quaschning, das ist klar, wenn man über, das haben Sie auch in Ihrem ersten Teil gesagt, das war Ihr dritter Wunsch, mehr E-Mobilität. Sind Sie immobil? Ja, ich steige jetzt ein. Also ich war mit dem Hybrid bislang unterwegs. Ja, ist für einen Einstieg ganz okay. Als wir den gekauft haben, gab es nichts Bezahlbares in der Preisklasse. Ja, Preisklasse oder Autoklasse, was wir dann haben wollten. Aber ja, jetzt mittlerweile haben wir ein neues Elektroauto bestellt und mal gucken, wird spannend. Können Sie denn ruhig schlafen, wenn Sie so ein Elektroauto kaufen? Die sind doch von der Umwelt gar nicht so gut. Die haben einen riesen Akku, die brauchen jede Menge Kobalt, die brauchen jede Menge Lithium. Das sind alles so Kommentare, die wir immer kriegen. Wir sind heute hier, um damit aufzuräumen. Können Sie ruhig schlafen, wenn Sie so ein böses Elektroauto kaufen? Also ich kann gar nicht ruhig schlafen mit einem Verbrennerauto, muss man ganz einfach sagen. Also weil man hat damit natürlich auch ganz andere Probleme. Also gar nicht mal die Klimabilanz, die ist natürlich auch verheerend, aber natürlich auch die Schadstoffe. Nicht? Also sterben in Deutschland ja mehrere tausend Leute aufgrund der Schadstoffemissionen von Verbrennungsmotoren. Und das heißt, man ist ja gewisserweise dann mitschuldig an den Tod von Menschen. Also das ist so eine Sache, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Und dann ist natürlich vollkommen klar, man muss nach Alternativen suchen. Eine Alternative muss natürlich sein, wir brauchen weniger Autos. Ja. Also ob ich jetzt einen Verbrenner baue oder ein Elektroauto, da geht jedes Mal viel Energie rein. Wir werden uns das gleich nochmal vielleicht Zahlen angucken, dass das Elektroauto ein bisschen besser abschneidet. Mhm. Aber natürlich auch, sage ich mal, wenn ich jetzt Auto angucke, momentan noch das kleinere Übel ist. Und die Idee muss sein, dass man eigentlich nur halb so viele Autos braucht. Mhm. Und wir sind zu fünft, also ein Fünf-Personen-Haushalt. Wenn wir ein Auto haben, dann würde das bedeuten, wenn wir das auf Deutschland hochrechnen, dass wir die alle das so machen würden, also ein Auto für fünf Personen, dass wir die Anzahl der Autos halbieren würden. Mhm. Und insofern denke ich mal, das wäre dann okay. Also das heißt, wir halbieren erstmal die Autos und die dann übrig bleiben. Die muss man dann klimaneutral machen. Selbst wenn die dann schlechter wären, wäre das ja gar kein Problem, weil wir die Autos schon mal halbieren würden. Aber wir wissen auch, dass die Gesamtökobilanz auf alle Fälle auch heute schon von Elektrofahrzeugen besser ist. Wobei das gar nicht relevant ist. Weil wir müssen uns überlegen, dass wir in den nächsten 20 Jahren ja klimaneutral werden. Ja. Wenn wir in den nächsten 20 Jahren klimaneutral werden wollen, müssen wir die fragen, wie können wir das machen? Also können wir das mit dem Benzin- und Dieselmotor machen? Nein, also da haben wir überhaupt gar keine Idee, wie wir das machen wollen. Können wir das mit irgendwelchen Biotreibstoffen machen? Nein, dafür haben wir nicht genug Fläche zum Anzubauen. Also ist die Lösung ganz klar, wir müssen es mit Alternativen machen und da ist eigentlich nur der Elektroantrieb da. Und dann ist die Frage, wie werde ich klimaneutral? Natürlich nicht mit einem Elektroauto, was mit einem Kohlekraftwerk fährt. Ja, das sind ja immer so die Studien, die dann also das schlecht rechnen. Natürlich muss das Elektroauto dann zu 100% mit erneuerbaren Energien betankt werden und man muss natürlich die Herstellung des Elektroautos auch klimaneutral machen. Und das ist dann die einzigste Option, wie man in 15 bis 20 Jahren auch bei der Mobilität, bei der individuellen Mobilität klimaneutral wird, also die Herstellung mit klimaneutralen Fabriken von Elektroautos und dann den Betrieb mit Solar- und Windenergie. Und das ist dann, sage ich mal, der Idealfall in 15 bis 20 Jahren. Und wenn man sich das heute anschaut, dann hängt es beim Elektroauto sehr stark davon ab, wie das Auto betrieben wird. Mhm. Das heißt also, wenn ich das Auto mit dem Durchschnittsstrommix mache, ist es ein bisschen besser als der Verbrenner. Die Ökobilanz ist aber nicht so viel besser, weil ich einfach bei der Herstellung des Elektroautos mehr Energie brauche, die dann ja einfach erstmal als mehr CO2-Ausstoß auch erstmal, solange die Fabriken nicht klimaneutral sind, entstehen. Und dann muss ich erstmal einige 10.000 Kilometer fahren, bis ich das sozusagen durch die Einsparungen dann wieder drin habe. Deutlich besser wird es, wenn das Auto nur mit erneuerbaren Energien betankt wird. Da ist der Zeitraum, wann ich das wieder reinfahre, deutlich kürzer. Mhm. Und dann ist man heute schon klar positiv. Mhm. Und ich habe zu Hause auch eine eigene Solaranlage. Den Erfahrungen, die ich mit dem Hybrid habe, erwarte ich, dass ich zu Hause etwa 70-75% des Fahrstroms mit eigenem Solarstrom tanken kann. Also insofern bin ich heute deutlich besser als ein Verbrenner unterwegs, wenn ich hier das Elektroauto anschaffe. Das ist immer wieder ein Kommentar, immer wieder Kommentare, Meinungen, die auch unter unsere Videos kommen.
Ihr fahrt ja alle nur mit Kohlestrom. Das bringt alles überhaupt gar nichts. Heißt also in der Konsequenz, wenn ich die Möglichkeit habe, das schließt auch an den ersten Teil an, das schließt auch an Ihren zweiten Wunsch an aus dem ersten Teil. Wer kann, sollte Photovoltaik bauen? Klar. Also darf ich ganz kurz noch anhängen? Auch wenn er tagsüber mit dem Auto gar nicht zu Hause ist? Ja, also beides auf alle Fälle. Wir müssen ja schauen, dass wir erstmal den erneuerbaren Energieanteil erhöhen. Mhm. Das heißt, wir wissen, wenn wir alle Autos durch Elektroautos ersetzen, dann geht der Stromverbrauch nach oben etwa so 20%. Halbieren wir die Anzahl der Autos, brauchen wir trotzdem erstmal 10% mehr Strom. Mhm. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, wenn wir dann sagen, dass wir in 15 Jahren klimaneutral werden wollen, dass wir A, unseren jetzigen Strom komplett klimaneutral machen und die 10% zusätzlich für die Elektromobilität auch. Also müssen wir erstmal bauen. Und auf alle Fälle. Wir haben ja auch den normalen Strom noch nicht klimaneutral. Deswegen hilft erstmal hier auch jede Solaranlage. Optimal ist es natürlich, wenn man wirklich die Chance hat, dann zeitgleich zu laden. Also wir fahren auch im Wesentlichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, nutzen das Fahrzeug dann auch eher dann für andere Fahrten, die sich mit öffentlichen nicht realisieren lassen. Das steht dann tagsüber auch oftmals da und kann geladen werden. Und da gibt es heute die Möglichkeiten, dass man auch das wirklich so gesteuert macht. Also ich kann bei mir zu Hause mit einer App einstellen, das Auto soll jetzt nur mit eigenem Solarstrom geladen werden. Und dann wartet also meine Ladesäule, bis ausreichend Solarstrom ist und packt das dann in das Auto rein. Die neueren Autos haben auch ausreichend Batterien. Es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag 500 Kilometer fährt und wenn man dann mal 3 Tage schlechtes Wetter hat, dann fährt man halt die Batterie ein bisschen runter und lädt dann wieder nach, wenn die Sonne scheint. Und da kann man auch heute extrem große Solaranteile erreichen. Wenn ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahre, ginge das theoretisch auch beim Arbeitgeber, nicht? Also das heißt, da gäbe es ja auch die Möglichkeit, auf Carports oder sonst irgendwie Solaranlagen zu errichten. Und das sollte dann auch der Regelfall werden. Und dann ist es schon möglich, zumindest mal im Sommer, die Autos fast ausschließlich mit Solarstrom zu betreiben. Im Winter braucht man natürlich andere erneuerbare Energien, dann im Wesentlichen die Windenergie, die dann noch im Hintergrund läuft, um die Speicher dann auch vollzumachen. Das heißt also, das ist ein klares Plädoyer für alle, die das können. Macht das, baut eine Solaranlage bei euch hin, selbst wenn es nur eine Balkonsolaranlage ist, sage ich mal, wenn ihr Mieter seid, ihr könnt immer einen Beitrag dazu leisten, egal ob er groß oder klein ist. Ganz kurz nochmal, Sie haben es nochmal vorhin kurz angeschnitten, nochmal das Thema Rohstoffe. Das ist auch so ein Thema, was immer wieder irgendwie kommt. Da würde ich gerne von Ihnen mal ein Statement dazu haben. Wie ist das mit den Rohstoffen? Ist das wirklich so ein riesengroßes Problem mit den Rohstoffen? Oder ist es eigentlich etwas, was wir, sage ich mal, schlucken müssen, um klimaneutral zu werden? Wie ist da Ihre Einschätzung zu? Also speziell Kobalt und Lithium. Also ich finde die Diskussion relativ interessant. Also wir haben ja ein Problem generell mit Rohstoffen. Das heißt, wenn ich mir eine Tafel Billigschokolade kaufe beim Discounter, dann weiß ich, dass da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwie die Anbaubedingungen nicht gut sind, dass da Kinderarbeit drin ist. Das schert gar keinen. Da wird die Schokolade für 69 Cent gekauft. Das Billig-T-Shirt beim Discounter für 1 Euro, wo ich auch weiß, dass die Produktionsbedingungen katastrophal sind. Da kümmert sich niemand. Ja, nicht? Ja. Wir nutzen auch schon seit vielen, vielen Jahren Kobalt. Das ist also kein neuer Stoff. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Farbe kaufe, dann habe ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Kobalt als Trocknungsmittel drin. Das heißt also, man setzt das Kobalt hier, also ich denke mal, dass viele zu Hause Kobalt einfach haben, weil einfach in den Farben, die aufgetragen wird, Kobalt enthalten ist. Das, wer geht in den Baumarkt und sagt, ich hätte gerne eine Farbe ohne Kobalt. Ja, also könnt ihr mal probieren. Könnt ihr mal probieren. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr, was ihr für eine Antwort bekommt. Das wäre erstmal eine relativ spannende Frage. Jetzt plötzlich, wo das Elektroauto rauskommt, eine Alternative zum Verbrenner ist und viele so auch vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil sie einen Verbrennungsmotor fahren, sagen, oh, das ist ja auch irgendwie schlecht. Natürlich haben wir eine Rohstoffproblematik, die gleiche wie bei anderen Produkten auch. Und natürlich auch im Verbrennungsmotor sind problematische Rohstoffe drin. Wenn ich mir einen Katalysator angucke, da ist Platin drin, dann können wir auch mal drüber diskutieren. Mhm. Also das heißt, wir haben generell bei allen Produkten, die wir kaufen, ein Rohstoffproblem. Natürlich auch beim Elektroauto, das kann man jetzt nicht wegdiskutieren. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal das Kobalt und das Lithium an. Also wie gesagt, Kobalt wird seit vielen Jahren verwendet, auch schon als Trocknungsmittel in Farben. Das kommt auch zum Einsatz in Lithium-Batterien, übrigens auch im Handy oder im Laptop, also da war das auch nie ein Thema. Also wenn ihr jetzt gerade das Video guckt auf dem Laptop, auf dem Tablet, im Handy, wie auch immer, auch bei euch ist Lithium und Kobalt drin, nicht vergessen. Genau. Also das kritisiert übrigens auch keiner. Ja, es gibt da auch Hersteller zum Beispiel, also ich selber habe jetzt, kann ich mal Werbung machen, Fairphone als Hersteller, weil das einer der wenigen Hersteller ist, die auf Fairtrade-Produkte im Handy achten. So einfach gucken wir jetzt über Elektromobilität, mal schauen, wie viele Leute dann irgendwie dann doch ein iPhone oder ein Samsung oder sonst irgendwas haben oder darauf achten und wie viele dann wirklich dann auch da auf faire Produkte achten. Das heißt, es ist bei vielen Sachen gar kein Thema und deswegen ärgert mich diese Diskussion beim Elektroauto ein bisschen. Ja. Andererseits freut es mich wiederum, weil man natürlich ein bisschen so den Finger in die Wunde rechnet und für vielleicht auch bei vielen anderen Produkten endlich mal die Diskussion über diese Rohstoffgerechtigkeit hinkriegen. So, gehen wir mal hin. Also Lithium und Kobalt sind neue Stoffe, die wir beim Verbrenner natürlich nicht brauchen. Deswegen stürzt man sich da auch drauf. Kobalt ist nur ein Hilfsstoff, der wird also nur in kleineren Mengen gemacht und ist insofern umstritten,
weil die Kobaltvorkommen im Wesentlichen aus dem Kongo stammen und dort häufig auch Kinderarbeit zum Einsatz kommt. Das kann man jetzt nicht unbedingt dem Elektroauto anlasten. Das hängt natürlich auch, Kongo ist eines der ärmsten Länder. Das heißt, die Kinderarbeit wird dort eingesetzt, weil die Familien das einfach brauchen zum Überleben. Das heißt, wenn ich das Kobalt nicht mehr kaufe, würde wahrscheinlich die Kinderarbeit zu anderen Produkten dann entsprechend umwandern, weil das einfach eine Überlebensexistenz ist. Das heißt, soll das jetzt nicht rechtfertigen, dass man es weitermachen soll. Aber wenn ich das Problem Kinderarbeit im Kongo in den Griff kriegen soll, dann muss man irgendwie überlegen, wie schaffe ich es, dieses Land zu entwickeln? Wie schaffe ich irgendwie da Einkommensstrukturen für die Person zu machen und auf das Elektroauto verzichten? Hilft da nur sehr bedingt in dem Problem. Dann bauen die Leute halt, keine Ahnung, Schokolade oder sonst irgendwas an, wo ja auch keiner nach Kinderarbeit schaut oder T-Shirts oder sonst irgendwo. Also ich finde, darf ich ganz kurz einhaken, tut mir leid, aber ich finde, das wird das gerne nur nochmal darstellen. Also klar, Kinderarbeit ist in jeder Form zu kritisieren, das ist gar keine Frage, insbesondere wenn es erzwungene Kinderarbeit ist, das ist klar. Aber man darf bei der ganzen Situation nicht vergessen, nur nochmal Zusammenfassung, wenn wir es auf der einen Seite wegmachen, dann wird es woanders hin verschoben, die Kinderarbeit. Also wenn nicht die sozialen Probleme werden, vor Ort, genau. Wir werden, also wenn wir auf das E-Auto verzichten, sage ich mal, nicht die Kinderarbeit wegkriegen. Wir müssen also im Prinzip die Kinderarbeit an der Wurzel des Problems lösen. Genau. Wir müssen dafür schauen, dass die Familien einfach genug Geld haben. Ja. Wir müssen irgendwie vor Ort gucken, dass sich die politische Situation verbessert. Das ist die beste Arbeit, Kinderarbeit zu bekämpfen und jetzt nicht auf das Elektroauto zu verzichten. Und wie gesagt, Kobalt wird auch weiter abgebaut werden, auch ohne das Elektroauto, dann für die Handyakkus oder sonst irgendwie. Also das heißt, das löst das Problem definitiv nicht. Aber natürlich ist es gut. Es gibt auch erste Hersteller von Elektroautos, die versuchen zumindest mal Verträge abzuschließen, dass man sagt, also wir versuchen, weil das in der Kritik ist, auch Kobalt aus Minen zu kriegen, wo wir garantieren können, dass da keine Kinderarbeit drin ist. Wie gut sich das wieder vor Ort überwachen lässt, ist eine andere Frage, aber das ist natürlich auf alle Fälle, ist diese Diskussion dann auch wieder hilfreich, auf jeden Fall, damit der Druck dann vor Ort erhöht wird. Ich wollte es gerade sagen, ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass wir jetzt am Anfang dieser ganzen Elektromobilitätsgeschichte, zumindest beim Auto, E-Mobilität ist ja nicht neu, haben wir bei Straßenbahn schon seit 100 Jahren, aber dass wir jetzt intensiv darüber reden, um nicht irgendwann später mal aufzuwachen und zu sagen, hoppla, da haben wir was übersehen und das ist jetzt irgendwie doch alles nicht so klasse. Deswegen finde ich das gut. Genau, zweiter Stoff, ja. Lithium noch? Lithium, genau. Auf jeden Fall. Fangen wir nochmal an. Lithium, das wird verschiedenen Standorten gewonnen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann das entweder bergmännisch abbauen, also aus Gestein. Das macht man im Wesentlichen, glaube ich, in Australien. Und was derzeit stark in der Kritik ist, man kann es auch aus Wasser gewinnen. Also das heißt, man der Atacama-Wüste dann in Bolivien, Argentinien, Chile, da wird das in der Regel abgebaut, also in Südamerika. Und da gewinnt man das aus Grundwasser. Das heißt, man pumpt Grundwasser an die Oberfläche und nun wird kritisiert, dass der Wasserverbrauch dort enorm ist. Nun muss man dazu sagen, das ist gar kein Trinkwasser, was man dort verbraucht, sondern das ist im Prinzip Salzlake, die also eh ungenießbar ist. Darin ist Lithiumsalz gewonnen und was man jetzt macht, dass man große Landstriche in der Wüste halt hernimmt und einfach dieses Wasser in große Becken füllt und dann einfach verdunsten lässt, sodass dieses Salz übrig bleibt. Also das ist die Art der Gewinnung. Man kann es kritisieren, also A ist dann natürlich der Flächenverbrauch relativ groß, weil ich für diese Verdunstungsbecken einfach enorm große Flächen dort brauche, ist in Wüstenregionen, aber natürlich trotzdem ein enormer Eingriff in die Landschaft. Und man pumpt Grundwasser ab, das kann negative Folgen haben, nicht jetzt direkt in der Region, aber wenn ich natürlich gigantische Mengen an Salzwasser abpumpe, kann sein, dass von irgendwo Süßwasser nachströmt. Ja. Das kann man irgendwie nicht genau sagen. Momentan ist das nicht erforscht, also man kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass man da ein Problem auslöst. Man kann es aber auch nicht ausschließen. Deswegen sollte man da gucken. Wir arbeiten in der Forschung momentan dran, andere Verfahren auch zu entwickeln. Also eine Idee ist, dass man kleine Reaktoren baut, wo man also das Wasser nicht über Verdunstung entsalzt. Da ist es ja weg und regnet dann zwar irgendwo wieder runter, ist jetzt nicht verloren, aber es fehlt im Untergrund. Das heißt, man kann jetzt in Reaktoren also das Salzwasser und das Lithium einfach trennen, sodass praktisch Süßwasser abgeleitet wird und das Lithiumsalz auf die andere Seite. Und dann hat man das Salz gewonnen und hat das Trinkwasser vor Ort zur Verfügung. Und entweder kann ich das dann wieder in den Boden runterleiten oder ich kann damit praktisch auch sogar Landwirtschaft betreiben und hätte sogar noch einen Nutzen durch die Lithiumgewinnung. Ist momentan noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber in den Forschungsstadien also arbeitet man an solchen Konzepten. Und deswegen sage ich mal, wenn man die Lithiumgewinnung sich mal in 10 oder 20 Jahren ansieht, wird die sicherlich eine ganz andere sein und wird auch gar nicht mehr diese Probleme verursachen, die man heute im Ansatzpunkt noch sieht. Außerdem ist der Wasserverbrauch im Vergleich wieder zu anderen Produkten, da sind wir wieder da, wo wir vorhin drüber geredet haben. Also hier beim Lithium redet sich jeder über den Wasserverbrauch auf. Und bei anderen Produkten guckt man gar nicht hin. Also ich habe mal überschlagen, also zum Beispiel für die Herstellung eines Kilo Rindfleisch brauche ich enorme Mengen an Wasser. Das heißt also, die Kuh trinkt erstmal viel Wasser. Ich muss Futtermittel anbauen, ich muss das Ganze transportieren, waschen, reinigen und sonst so weiter. Das heißt also, für ein Kilo Rindfleisch brauche ich in etwa so viel Wasser wie für die Herstellung des Lithiums von einer Tesla-Autobatterie.
Und dann finde ich es auch wieder so ein bisschen, dass man sagt, boah, der Wasserverbrauch im Lithium und dann gehe ich halt irgendwo ins Steakhouse und haue mir da meine drei fetten Steaks drauf im Teller. Mhm. Dann habe ich den gleichen Schaden wassertechnisch angerichtet. Also auch da müsste man dann, wenn, mit dem gleichen Maß in allen Bereichen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist ein Umweltproblem. Ja. Man kann es lösen und deswegen ist auch gut, dass der Druck entsteht. Nur dann arbeitet man auch an neueren Verfahren, weil ohne Druck passiert da nichts. Aber man muss eigentlich, wenn man fair ist und das für einen wirklich in der Seele ein Problem ist, dann auch in anderen Bereichen hinschauen und dann auch mal schauen, also ist denn jetzt das argentinische Rindsteak auch wirklich die Alternative oder sollte man da nicht auch was anderes nehmen, wenn mir das so am Herzen liegt mit dem Wasserverbrauch? Vor allem, ich wollte nur mal kurz agieren, also wir meinen jetzt keine Atomreaktoren, die da in Bolivien gebaut werden, sondern das sind chemische Reaktoren, die da arbeiten. Genau. Ja, ist im Prinzip so eine Art elektrochemische Batterie, also im Prinzip eine bessere Batterie, wo man dann Wasser reinleitet und mit elektrischer Spannung das dann. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, nicht, dass wir jetzt Kommentare kriegen von mir, wenn doch Atomkraftwerke gebaut werden. Dann die Elektroautos. Guter Hinweis. Herr Quaschning, zum Abschluss. Was passiert eigentlich abends oder morgens in Deutschland, wenn alle Leute gleichzeitig ihren Föhn anmachen? Das sind immerhin 2 Kilowatt Leistung. Einfach mal ausprobieren, dass wir das irgendwie mal machen. Also einfach mal jetzt anrufen im Radio, jetzt Synchronisation, alle machen an. Jo, dann haben wir erstmal 24 Stunden dunkel in ganz Europa. Ja. Also das kann man auch mit dem Staubsauger ausprobieren oder sonst irgendwo. Aber es passiert ja komischerweise nicht. Genau, also wir haben ja solche, wir reden von Gleichzeitigkeitsfaktoren. Ja, ja. Nicht? Also das heißt, unser Stromnetz ist dafür für eine gewisse Leistung ausgelegt. Man kann ja einfach mal gucken. Also wir haben in Deutschland, was haben wir vielleicht, also jeder Haushalt hat einen Staubsauger, nicht? Die Alten brauchen 2 kW. Bei 20 Millionen Haushalten sind das irgendwie 40, 50 Gigawatt. Das ist die gleiche Leistung, die wir so im Sommer mal komplett in Deutschland verbrauchen. Das heißt also, wenn jetzt alle ihren Staubsauger anschalten, dann verdoppeln wir in einem Schlag die Leistung. Das gibt das Netz nicht her und dann wird natürlich alles zusammenbrechen. Aber wir wissen einfach, dass so etwas nie passieren wird. Das heißt, es wird nie passieren, dass alle gleichzeitig den Föhn, gleichzeitig den Staubsauger, das verteilt sich statistisch. Da hat man sehr, sehr viele Erfahrungen darauf und daraus sind auch die Netze und die Versorgungssicherheiten ausgelegt, dass man so eine gewisse gleichmäßige Verteilung hat und das geht in der Regel relativ gut. Das war natürlich klar, uns geht es nicht um Föhn, sondern geht es um das Laden von Elektrofahrzeugen, das ist klar. Das heißt, können wir denn dann auch erwarten, dass wenn wir, Sie haben neulich die Zahl mal von 20 Millionen E-Autos zukünftig in Deutschland ins Spiel geworfen, so als realistische Zahl, Sie haben es ja gesagt, Auto reduzieren, den Rest durch E-Fahrzeuge. Müssen wir uns da Sorgen machen, dass in Deutschland tatsächlich der Strom ausfällt, Blackout kommt, wenn dann doch alle abends um 18 Uhr ihr Elektroauto laden? Auch da bin ich relativ entspannt. Genau, ich bin ja dann auch im Technikbereich unterwegs. Ja. Ich habe das auch mit einigen Netzbetreibern nochmal durchgesprochen. Die haben also auch selber Berechnungen gemacht. Also wenn in ihrem Versorgungsnetz alle Autos dann elektrisch werden, was würde dann passieren? Die waren komplett entspannt. Die haben gesagt, natürlich, irgendwie müssen wir dafür einige Leitungen verstärken und den einen oder anderen Trafo austauschen, damit das Ganze funktionieren kann. Ich habe mal so eine Zahl gehört, man muss 300, 400, 500 € pro Auto investieren in die Netze, damit das Ganze funktioniert. Aber das ist die Größenordnung, was eine Metalliklackierung kostet. Mhm. Also insofern, wir müssen was in den Netzen tun, aber das ist so überschaubar, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Und da wurde sogar unterstellt, dass die Leute komplett ungesteuert einfach einstecken, wenn sie zu Hause sind, weil es kommen ja nicht alle Punkt 19 Uhr nach Hause, geht ja gar nicht. Also das geben ja die Straßen gar nicht her. Der eine kommt um 17 Uhr nach Hause, der andere um 18, der andere um 19 Uhr, der andere vergisst zu laden, der lädt erst am Wochenende und dann verteilt sich das ja auch schon gleichmäßiger. Und mit diesen Spitzen, wir wissen ja auch, dass wir den Stromverbrauch ja nicht verzehnfachen durch die Elektroautos, sondern dass wir haben ja schon gesagt, dass wir ungefähr vielleicht 10% mehr Strom brauchen, wenn wir die Hälfte der Autos durch Elektroautos ersetzen. Dann kriegen wir das einigermaßen gut geregelt. Das sollte kein Problem sein. Man kann es noch optimaler machen, indem man sogenanntes gesteuertes Laden macht. Das heißt also, man baut intelligent ins Netz ein und dass man zum Beispiel Preissignale reingibt, dann ist der Strom zum Beispiel von 19 bis 21 Uhr, wenn alle nach Hause kommen, am teuersten. Und ab 23 Uhr wird er wieder günstiger und dann kann die Ladesäule selber praktisch regeln und feststellen, okay, jetzt ist der Strom billig und jetzt lade ich das Elektroauto mit günstigem Nachtstrom und dann verteilt sich das noch mehr und dann ist das für die Ladeinfrastruktur überhaupt gar kein Problem. Es gibt Videos im Internet, wo dann steht, oh, wenn ich alle 350 kW Ladeleistung und wenn ich dann 1 Million Autos gleichzeitig lade, mit 350 kW Ladeleistung ist, wenn ich ein Pendler bin, mein Auto in wenigen Minuten voll. Also wer hat das Bedürfnis, um 19 Uhr nach Hause zu kommen, um 19.03 Uhr das Auto vollgeladen zu haben und dann die Nacht über rumstehen zu lassen? Diese enorme Leistung, die es ergeben wird, die braucht man an wenigen Punkten an Autobahnen. Da muss man natürlich was machen und gucken, dass man da auch Leitungen hat. Ich denke auch gerade so in Richtung Polizei, Rettungsdienste, die müssen schon die Möglichkeit haben, sicherlich mal wirklich ad hoc sehr, sehr schnell Fahrzeuge zu laden. Kann auch ein Rettungsdienst sein, der von einem zum nächsten Einsatz gerufen wird, damit das Kind nicht im Krankenwagen oder zu Hause zur Welt kommt. Aber Sie haben es ja angesprochen. Also es sind punktuelle Dinge und in der Masse wird es sich verteilen.
Und letztlich ist es ja so, ihr merkt es ja auch hier beim Drehen, der Strom ist heute nicht ausgefallen. Wir sind bestimmt viele jetzt unterwegs nach Hause, laden schon ihr E-Auto, entweder zu Hause oder an der öffentlichen, und trotzdem ist es funktioniert. Also genau. Wir können da, glaube ich, abschließend sagen, wir können ganz entspannt in die Zukunft gucken. Also was das anbelangt, also diese Horrorszenarien vor dem Zusammenbruch der Netze, das ist irgendwo wirklich herbeigeführt. Man hat ja auch immer das Bedürfnis, weil viele auch versuchen, gar nicht umzudenken. Das heißt, man hat heute das Bedürfnis, man fährt ja irgendwo hin und man muss in 5 Minuten tanken, weil irgendwie die Zeit natürlich verloren ist. Praktisch später wird es ja ganz anders sein. In der Regel wird man an den Stellplätzen tanken. Das heißt, ich fahre nach Hause, das heißt, ich stecke das Auto an die Steckdose. Das hat dann 8 oder 10 Stunden Zeit aufzuladen. Das muss ja gar nicht in 5 Minuten voll sein. Und ich fahre jeden Morgen wieder voll los. Und das heißt, man hat einen ganz anderen Tankalgorithmus sozusagen, als man ihn heute hat. Und daran muss man sich auch erstmal von der Denkweise auch gewöhnen. Eigentlich sehr ähnlich wie beim Handy, was ich ja eigentlich auch meistens abends ranstecke und bin dann gewohnt, morgens ist es wieder voll. Ich fahre ja mit dem Handy nicht auch einmal irgendwie zur Tankstelle. Herr Professor Quaschning, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und vor allem auch die Ausblicke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, danke schön. Und weiterhin gute Arbeit. Genau. Das wünschen wir Ihnen auch. Ja, ich glaube, dass wir halt noch viel Aufklärungsarbeit einfach machen müssen. Genau. Es gibt relativ viele Mythen, aber wer einmal Elektroauto gefahren ist, irgendwie, ich glaube, es gibt ja so einen Spruch, also einmal Elektroauto gefahren, immer der Elektro. Ist für immer für den Verbrenner verloren. Genau. Und ich glaube, dass es auch ein sehr, sehr guter Hebel ist für die Energiewende, weil oftmals predigt man ja Verzicht oder es ist alles irgendwo ganz schrecklich. Der Spaß ist ein bisschen zu kurz, Und bei der Elektromobilität kommt auch einfach noch großer Spaßfaktor dazu. Und das hilft wahrscheinlich vielleicht auch, über die Mobilität hinaus die Energiewende ein bisschen zu beschleunigen. Also Thema Spaß ist ganz wichtig. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß und gucken uns den schönen alten Auto-Union hier an. Vielen Dank fürs Zugucken aus der HTW Berlin. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, tschüss. Super.